Hallo, hier ist der Gast auf Maxen, ihr Gerd Richter. Wir machen heute einen gefüllten Truthahn und der wird gefüllt mit einer Marolenfüllung. Ja, das wiegt ungefähr zwischen 10 und 12 Kilo. Truthahn ist ein sehr schmackhaftes Fleisch. Er hat den Vorteil, dass es verschiedene Fleischsorten drin sind. Ein Truthahn hat immer den Vorteil, dass er doch etwas saftiger bleibt, weil er einfach mehr Fleisch hat, weil er einfach größer ist. Auch hier sieht man lieber einen kleineren Vogel, weil die meisten haben nicht so große Waschbecken. Wichtig ist vor allen Dingen innen, dass er ausgespült wird, dass die, was noch da ist, an Innereien, an Resten, dass die rauskommen. Und in diese Bauchhöhle kommt dann die Füllung hinein. Wir sehen schon am Wasserstrahl viel Platz. Ich sage, für den Hausgebrauch empfehle ich dringend einen kleineren. Es sei denn, wenn man so einen riesen Ofen und lädt das ganze Haus mit ein, dann passt der. Für die Maronenfüllung. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja. Die Maronen sollten klein geschnitten oder klein gehackt werden. Ja, so sehen sie aus, wenn man sie kauft. Meistens sind sie vorgekocht oder sollten noch vorgekocht sein, damit sie auch länger halten. Und hacken, wer macht das noch? Ich habe eine gute alte Maschine, AK Electric, in jedem Haus zu Hause. Die wird wahrscheinlich noch funktionieren, wenn ich schon Rentner bin oder noch älter. Und schon sind die Maronen gehackt. Für die Füllung benötigen wir außerdem noch alte Semmeln. Die werden, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, die werden in Milch eingeweicht. Ja, müssen eine Weile richtig schön weichen. Ja, man kann auch alles Brot nehmen oder was man gerade hat. Wichtig ist, dass es wirklich trocken ist, weil bei frischen funktioniert das nicht so. Ich persönlich tue immer das alte Brot auseinanderreißen, dann saugt sich das schneller voll und geht in dem Schnitt auch wirklich schneller. So, dann brauchen wir Eier. Für die Füllung benötigen wir Eier und zwar eine ganze Menge. Entsprechend der Größe des Vogels. Also wir tun die Eier auch wieder trennen. Ja, wie gesagt, für mich ist die einfachste Methode, einfach alle einschlagen. Mein Lehrmeister würde mich wahrscheinlich ohrfeigen, weil früher durfte man das nicht so machen. Man musste das alles extra in eine Tasse und jedes Ei einzeln. Aber wir haben es ein bisschen eilig und deswegen funktioniert das auch so. Natürlich sollte man immer darauf achten, dass man gewaschene Hände hat. No. Tja, und schon haben wir die Eier getrennt. Das können wir nochmal ausmachen. Das Eiweiß wird wieder geschlagen. Zu einem steifen Eischnee. Man könnte jetzt auch noch eine Prise Salz dazu tun. Das kann jeder machen, wie er möchte, wenn das Eigelb eigentlich gut gekühlt ist. Und wenn ein ordentlicher sauberer Behälter ist und die Maschine sauber ist, ist kein Problem. Funktioniert auch so. Ja, fängt schon an zu stocken und schon ist es fertig. Sieht also wirklich steifer, schöner Eischnee. Für die Füllung nehmen wir weiche Butter. Nehmen Vollei. Dazu unser Eigelb. Und verrühren das mit der Küchenmaschine. Ein bisschen durchstoßen, das ein bisschen da, und dann fangen wir ganz langsam an. Das Ganze sollte so lange verrührt werden, bis sich die Butter komplett mit dem Eigelb verbunden hat und am besten einen Schaum gebildet hat. So, jetzt hat sich die Butter fast aufgelöst. Einzelne Butterflocken, wenn die noch da vorhanden sind, ist nicht als störend, das macht nichts. Weil wenn das dann in den Ofen drin ist und im Vogel drin, verteilt sich das sowieso. Ist kein Problem. Jetzt kommt in die Masse die Gewürze. Dazu haben wir etwas Bittermandel. Ja, also die Maronen haben einen Geschmack, der leicht nussig und vor allen Dingen leicht süßlich ist. Ja, die Amerikaner hauptsächlich lieben ja diesen leichten süßen Geschmack. Ja, alles, was bei denen gebacken und gebraten wird, gerade zu Thanksgiving, hat immer einen leichten süßen Geschmack. Wir verbinden das ein bisschen mit etwas geriebener Bittermandel. Dann kommt
etwas Salz dazu. Zu Hause vielleicht nicht ganz so viel nehmen, weil die Vögel sind dann meistens kleiner. Trotzdem kommt noch Zucker. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, jetzt haben wir unsere Semmeln. Ja, sind alle schön eingeweicht. Die werden jetzt mal durchgerührt. So, dass auch die letzten Brötchen die Feuchtigkeit erhalten können. Jetzt versucht man die ein bisschen auszupressen und tut sie in die Masse mit dem Ei und der Butter hinein. So, jetzt haben wir die ausgepressten Brötchen, vermischen die mit dieser Butter-Eigelb-Mischung. Diese Mischung kommt jetzt in unsere gehackten Maronen hinein. Die Butter ist für den Geschmack, das Ei ist für die Bindung, ja, die Brötchen, alles ist für die Füllung und auch für, ebenfalls für die Bindung, weil die Maron an sich ist eine trockene Frucht. Die wird dann nur rumkrümeln, auseinanderfallen. Also man muss so richtig wie beim Hack, als wenn sie eben eine Bulette in die Pfanne hauen, genauso in der Masse muss das werden. Ein bisschen durchgerührt, weil es ja nur doch noch ein bisschen feucht ist. Ja, und das würde nicht gut halten, tun wir noch ein bisschen geriebene Semmel mit hinein. Damit es dann auch im Vogel drinne bleibt, noch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ja, wenn das beim Braten entstehen ja Säfte. Und die sollen ja mit in die Füllung mit hineinrutschen. Und dadurch, das braucht man einfach die Semmel, die nehmen die Feuchtigkeit dann aus beim Backen. Da wir ja von den anderen Eiern noch Eiweiß übrig haben und das geschlagen haben, tun wir am Ende das Eiweiß mit unterheben. Ja, sieht man schon, man könnte also wie so ein kleines Beefsteak draus formen. Ja, so sollte die Masse dann fest sein. Nicht weicher und auch nicht fester. Jetzt können wir unser geschlagenes Eiweiß vorsichtig unterheben. So, und hoffentlich haben Sie zu Hause eine Schüssel, die groß genug ist. So. Immer schön drunter heben, Stück für Stück. Ja, und schon fängt sich das an, das Eiweiß zu verteilen. Die Masse wird etwas lockerer wieder. Und ist auch zur Aufnahme der Fleischsäfte bereit. So sollte das dann am Ende aussehen. Jetzt haben wir unsere Füllung fertig. Jetzt nehmen wir etwas Salz, tun den Vogel von innen kräftig mit Salz einreiben. Wirklich ringsrum. Von außen nehme ich eine andere Gewürzmischung, da wir den Vogel sehr bei niedrigeren Temperaturen garen, braten und ja, viele Leute lieben mir eine dunkle Kruste, nehme ich eine Paprika-Salzmischung. Schön alles einreiben. Nicht vergessen, jede Ecke braucht ihr Gewürz. Auch wirklich unten drunter überall. Die Haut schützt das Fleisch vom Austrocknen. Deswegen sollte man auch mit Gewürzen nicht sparen. Man tut den Vogel auch kurz bevor ein Ofen erst, bevor ein Ofen reinkommt, würzen. So, ringsrum eingerieben. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil, nämlich der Vogel muss gefüllt werden. So. Jetzt haben wir den Vogel nochmal richtig stopfen. Wenn ein bisschen Füllung übrig ist, das kann man auch beim Braten einfach mit reintun, kein Problem. Ich denke mir, das reicht auch jetzt. So, Vogel gefüllt. Jetzt tun wir den verschließen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja,
die einen binden zusammen, die nächsten nehmen Nadel und Faden und tun das zusammen machen, braucht man eigentlich alles nicht so. Wobei bei dem ist es ganz günstig, ich nehme einfach eine Rouladennadel und stecke das hier vorne zu. So, der Vogel kommt in den Präter. Oh Gott, jetzt ist er noch mal so schwer. Und kommt bitte in den vorgeheizten Ofen. Der Ofen braucht einfach sehr lange, ehe er auf Temperatur kommt. Und es sollte von vornherein sichergestellt werden, dass eben das sofort in die Hitze reinkommt. Vielleicht eine Viertelstunde bei hoher Temperatur. So. Ja, bei 180 Grad tun wir jetzt mal eine Viertelstunde anheizen. Und dann nehmen wir die Temperatur runter auf unter 150 Grad, 140 Grad, dass der Vogel schön langsam durchziehen kann, damit auch schön saftig innen bleibt. Also bei niedriger Temperatur ungefähr 3 Stunden. Man müsste darauf achten, dass vor allen Dingen man sticht einen Vogel nicht in die Keule oder in die Brust rein, sondern sollte immer in den Flügel hinten reinstechen, in das Fleisch. Und wenn dort die Gabel schön weich reingeht, ist er meistens durch. So, jetzt hat er seine 3 Stunden weg. Die Nadeln habe ich schon mal wieder entfernt, ja, damit die Füllung noch ein bisschen Platz bekommt und sich schön breit machen kann. Da hätten wir unseren großen Supervogel. Der ist frisch gelandet, gebraten mit Füllung. Und ich hoffe, Sie probieren das zu Hause auch einmal. Sie können definitiv eine Nummer kleiner nehmen. Sie müssen nicht diese ganz großen Tiere nehmen. Sie können auch die Füllung variieren. Sie können ja nicht die mit Maronen machen, weil das wirklich eine Geschmackssache ist. Sie können mit Äpfel füllen, mit Sellerie, mit allen möglichen. Wichtig ist, irgendwas reintun, passt immer. Viele machen auch Speckschwarten drüber. Das gibt auch nochmal einen anderen Geschmack. Kann man auch machen. Versuchen Sie es zu Hause einfach mal und mal sehen, was dabei rauskommt. Nehmen Sie sich die Zeit. Sie brauchen die Zeit. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de